Freunde, willkommen zur 11. Folge von Vanish und ich hab Wort gehalten. Guckt mal, was ich hier habe, was ich hier gefunden habe. Ja, Monsterbacke, passend zum Let's Play, ich hab's angekündigt. Irgendwann werde ich es mir zu Gemüte führen, während mich Monsterbacke hier vielleicht wieder schnappt. Zum 11. Mal oder zum 12. oder naja gut, Folge 11, aber wir sind wahrscheinlich schon öfters draufgegangen. Wir schauen weiter. Irgendwann wird es uns gelingen, hier zu entkommen. Ich habe es gesagt und so wird es auch passieren. So. Das ist eigentlich eine sehr kleine Packung. Wie viel ist denn da drin? 90 Gramm. Das ist ja wohl Verarsche. Ist ja nicht weiter als eine Füllung für einen hohlen Zahn. Aber egal. Wir spielen erstmal kurz. Warten, bis Monsterbacke kommt. Dann nehme ich das hier als quasi Zaubertrank, genau, und dann kann uns Monsterbacke nichts mehr tun. Das ist ja so richtig schlau durchdacht von mir mal wieder. Genauso schlau wie in diese Sackgasse zu laufen. Das ist auch wieder typischer Daddel. Aber das Wasser, das haben sie hübsch gemacht hier mit der Spiegelung. Ganz nett. Doch, doch. So ein paar hübsche kleine Updates. Ja, so schön diese Updates sind, Freunde. Der Herr Daddel möchte jetzt schon gern mal langsam hier raus. 11 Folgen nicht geschafft, ist schon ein bisschen peinlich. Ich gehe geradeaus weiter. Ich gehe todesmutig geradeaus weiter. Und weiß genau, es ist der falsche Weg. Da liegt wieder der Bauhelm von Hank, dem Honk. Und eine Notiz von ihm. Hank, Hank. Gehen wir links? Na, natürlich gehen wir links. Na, nicht. Wir gehen geradeaus, wollte ich sagen. Nanu, da steht ja die Tür auf. Was ist das? Auch eins dieser neuen gruseligen Updates? Die perversen Entwickler uns hier eingebaut haben. Hallo. Danke. Bla bla. Ach, wo denn nun wieder? Ich gehe rechts lang. Ich höre Geräusche. Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Monsterbacke, wo bist du? Ich hab dir was mitgebracht. What the fuck? Scheiße! Denkt man an nichts Böses, komm da um die Ecke. Na, bist du noch da? Da bist du ja. Oh Gott, bist du langsam. Was, was, was? Ist da noch eine? Ich dachte gerade, nee, 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 alles okay. Ich hoffe, der ist nicht immer noch hinter uns. Ich kann nämlich im Moment nicht rennen. Hallo Zeichnung, ich verstehe dich immer noch nicht, selbst nach 11 Episoden. Ja, das war lustig. Da ging ich die Tage mal am Supermarktregal vorbei und sah dieses Monsterbacke und dachte doch gleich, Vanish, Freunde! Und da dachte ich mir, das muss ich mitnehmen. Wein! Er hat mich. Ich probiere das jetzt mal. Wenn ich das überhaupt aufbekomme. Oh ja. Kindersicherung, hm? Das ist aber. Das ist aber mächtig dickflüssig. Ich dachte, das wäre zum Trinken. Das ist ja richtiger Quark. Oh, so ein Quark. So, wir versuchen es nochmal. Hm? Naja. Kann man mögen. Schmeckt ein bisschen künstlich. Wer weiß, was da drin ist, Leute. Ich sag lieber nichts, nicht, dass mich die Firma Ehrmann noch verklagt. Kauft Monsterbacke, das schmeckt fantastisch. So, jetzt möchte ich mindestens 10 gebündelte 1000-Euro-Scheine morgen in meinem Briefkasten haben von der Firma Ehrmann, dass ich hier Gratis-Werbung hier betreibe.
Ist nicht selbstverständlich. Leute. Irgendwann muss doch hier mal was passieren. Was ist das jetzt? Da liegen ein paar Flaschen. Hat sich der Henkchen einen lustigen Abend gemacht im Keller? Ein paar Pullen Bier hingestellt und dann gib ihm. Der doofe Phil, der kann mich ja suchen. Ich bin im siebten Himmel. Wird er sich denken. Hallo, jemand da. Hallo. Eine Kreuzung. Nee, eine Teegabelung heißt das natürlich. Bam. Book, quit dropping your keys. Quit dropping keys with my heart. Oh, my heart. Muss ich an diese Schmalzballade von den Backstreet Boys oder wer auch immer das war, denken. Aus den 90ern. Ruhe, Handy. Ich bin gerade schwer beschäftigt. Mir die Monsterbacke vom Halse zu halten, was nicht gerade einfach ist. Och man, das ist ein einziger Irrlauf. Oh. Hä? Das ist auch neu. Das gab's bisher immer nur am Levelbeginn. Hallo, Monsterbacke! Das bist du. Der sieht auch so ein bisschen ähnlich aus. Guck mal. Der sieht ihm ziemlich ähnlich hier. Ja. Finde ich schon. So. Ich würde ja so gern mal einen Schlüssel endlich finden. Verdammt nochmal. Das muss doch mal möglich sein. Ich gehe straight geradeaus. Egal. Ja, natürlich führt mich das wieder in eine Sackgasse. Super, Daddel, super. Ach ja, das wird doch heute wieder nix. Und noch eine Sackgasse. Schön, schön. Okay. Dann bleibt uns nur noch die letzte Wahl. In den Tunnel hinein. Kann es sein, dass der Tunnel enger geworden ist? Ich meine nicht, dass er vorher schon eng genug war. Nö, macht's noch enger. Meine Platzangst noch zu verstärken. Hallo? Was? Was? Ach Mensch, das kommt mir alles bekannt vor. Ja, hier sind die Bierflaschen und da war die Sackgasse, oder? Oder hat es neu generiert inzwischen? Es hat sich, glaube ich, neu generiert. Ach, du schon wieder. Ach Mann, das ist langsam frustrierend. Ich werde auch, glaube ich, wenn ich jetzt in dieser Folge wieder nicht schaffen sollte, mal eine längere Vanish-Pause machen. Denn langsam wird's hier zum Vanish-Overkill. Ich spiele natürlich weiter, aber nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit. Was weiß ich, so vielleicht zweimal pro Monat noch eine Folge. Wenn überhaupt. Denn langsam nervt's mich einfach. Ich erschrecke zwar immer noch, aber der größte Teil des Spiels besteht mittlerweile nur noch aus genervt sein. Um nicht mal ansatzweise Erfolg zu haben. Ich fänd's ja schon mal toll, wenigstens Schlüssel hier zu finden. Ein paar doofe Schlüssel einzusammeln. Da würde ich mich schon mal freuen. Aber nicht mal das gelingt mir. Geschweige denn hier den Ausgang zu finden. Ein Raum. Ja, natürlich. Das ist jetzt ein Raum mit Glowsticks. Oh, aber ohne Schlüssel. Garantiert. Ja, natürlich. Wie immer. Toll. Es bringt mir alles nichts, Spiel. Ich brauche... Was? Ich brauche Schlüssel. Und dann brauche ich einen Ausgang. Ich muss dieses Spiel bezwingen, Leute! Oh Mann, Sackgasse. Es wird nichts, es wird wieder nichts, ich sehe es kommen. Es ist so dunkel plötzlich.
Hallo, Monsterbacke. Oh, bitte, 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 bitte. Lass mich in Frieden. Ah, Glowstick anmachen. Wenn wir sie schon haben. Ah, wo denn dann? Hier lang vielleicht? Ah, wieder ein bisschen mehr Licht hier. Ja, jetzt sind wir wieder hier, wo wir mal angefangen haben. Vielleicht. Mir wird es nie gelingen, glaube ich. Es wird ein ewiges Verlieren sein gegen dieses Spiel. Ach ja. Da machst du was mit. Unfassbar. Warum wird es plötzlich so laut? Ne? Wieso? Wow! Thank you! Thank you for platzing for my Kopf, liebes Rohr. Oh, wieder eine Sackgasse. Ah, Leute. Das mal was wird. So, wo sind wir jetzt? Bei Mr. Mundnippelke natürlich wieder mal. Ja! Ah, lass mich in Ruhe. Hallo. Da guckste, was? Der bewacht immer diesen Gang hier geradeaus. Ich will mal sehen, was hier so gibt, wenn ich einfach mal geradeaus renne. Todesmutig. Vielleicht bewacht der ja irgendeinen Raum. Ich glaub's zwar nicht, aber wir versuchen es einfach mal. Der bewacht eine Sackgasse. Schön! Das stimmt mich wieder mal sehr positiv. Ich kann dieses Spiel nicht bezwingen. Mit keiner Logik dieser Welt. What? Aha! Wer hat uns? Okay. Ach, Leute. Das kann doch so nicht weitergehen. Aber schön mal Monsterbacke seit vielen Jahren wieder konsumiert zu haben. Ich weiß nicht, ob man das Trinken oder Essen nennen kann. Lutschen. Okay. Ich sag jetzt danke fürs Zuschauen. Das war Manny Folge 11. Und wenn du so viel aus der nächsten Folge wieder, dann muss ich die Fläche stellen und dann machst du mal weiter und irgendwo schaffen wir es vielleicht mal. Okay?